Licht aus! Wow! Spot an! Schoki, Schoki, Bango, Bango. Hallo und herzlich willkommen bei Schoki Banoki aus den Studios von Radio Rheinwelle 92,5 in Wiesbaden. Am Mikrofon eure Lieblings-Rodeo-Stars, der Christian und der Sascha, der Lieblings-Rodeo-Star von vielen Leuten. Der Lieblings-Rodeo-Star. Ja, das habe ich ein bisschen versaut, würde ich sagen. Ja, würde ich total sagen. Ja, macht aber nichts. Aber macht ja nichts, das ist mir ja von dir gewohnt. Richtig, genau. Ja. Ich habe unnützes Wissen mitgebracht, Christian. Hier, ich freue mich, Sashi. Ja, was denkst du, wie lange die längste Ehe der Welt gehalten hat? 70 Jahre. 80 Jahre. Willst du dich mal irgendwann festlegen? 80 oder? Jahre. 80 Jahre? Ja. Das war dein letztes Wort? 80 ist dein letztes Wort, ja. 80 ist dein letztes Wort. Okay. Es waren insgesamt 86 Jahre, 9 Monate und 16 Tage. Damn it. Krass, ne? Aber ja. Nicht schlecht mit 80. 1924 hat der 18-jährige Amerikaner Herbert Fischer. Herbie Fischer. Okay. Hat seine damalige Selmira geehelicht. Die war 17. Okay. Hammer, oder? 87 Jahre. Stark. Ja. Stark. Kann man so und so sehen, aber leidensfähig. Leidensfähig. Oder? Ist aber auf jeden Fall eine Nummer. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe noch ein bisschen mehr unterzusetzen. Okay. Woher kommen denn die Namen Barbie und Ken? Also von den Puppen. Von den Puppen, Barbie und Ken. Ja, weißt du das? Bestimmt von, also Erfinder wäre jetzt so einfach, der Erfinder von Barbie und Ken wäre zu einfach. Vielleicht sind das die guten Freunde, die Kinder von den Erfindern der Barbie und Ken Puppen. Ich weiß nicht, ob die Erfinder, jedenfalls die Gründer von Mattel. Ja, heißen Barbie und Ken? Nein, nicht so. Die Kinder von den Gründern heißen Barbie und Ken. Ja, siehst du? Ja. Ist ja oft aber, so. Ja, ist gut. Ja. Und weiteres unnützes Wissen, Achtung. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Kennst du den Coldplay-Sänger? Nein. Nein? Also ich kenne Coldplay, aber den Sänger nicht persönlich. Der Chris Martin. Okay, Chris Martin. Der wurde 2005 zum sexiest Vegetarier gewählt. Krass, nee, ne? Sexiest Vegetarier. Ja, das Geile ist, der hat sich danach von seiner Freundin, die Gwyneth Paltrow. Paltrow? Die kenne ich übrigens. Gwyneth Paltrow. Ja, ja, ja. Ja, die ja Hardcore-Vegetarierin ist, hat er sich getrennt und danach hat er gleich wieder Fleisch gegessen. Finde ich voll geil. Der hat die Auszeichnung abgeräumt, ja? Sexiest Vegetarier. Genau. Dann die Olle abgeschossen. Ja. Und dann erstmal einen schönen Burger sich reingezogen. Und dann wieder zapp. Ja, Burger. Wahrscheinlich so ein halbes Schwein erst einmal als erstes. Ja, so ein Spanferkel sich quasi im Wohnzimmer über offener Flamme gedreht. Genau. Oh, geil. Im Wohnzimmer, genau. Ja, das ist Rock'n'Roll. Das ist Rock'n'Roll. Warte mal, Coldplay. Stimmt, Rock'n'Roll. Ja, ist Rock'n'Roll. Das recht. Und wir als Rock'n'Rollstars müssen ja sowas auch machen. Also Radio-Rock'n'Rollstars. Vielleicht sollten wir ja im Radio einen Spanferkel. Ich wollte gerade sagen, wenn wir hier im Studio mal einen Spanferkel grillen. Oder wir machen mal mit Schoki Banoki einen Außeneinsatz mit Spanferkelgrillen. Ja, das wäre eine Idee. Überleg das mal. Aber im Studio dürfen wir ja nicht trinken und nicht essen. Aber das schließt Grillen auch aus, richtig, ja. Wieso? Nee, das heißt nicht trinken und nicht essen. Es steht ein Spanferkelgrillen, davon steht nichts in den Statuten. Das ist ja nur Nahrung zubereiten. Genau. Es ist ja nicht der Verzehr. Da müssen wir mal den Vorstand wirklich fragen von Radio Rheinwelle, ob man das vielleicht nicht doch darf. Beziehungsweise fragen. Wir sind Radio Rockstars, wir machen, ja. Wir grillen einfach ein Spanferkel im Studio. Zum Verzehr gehen wir dann raus in den Vorraum. Ja, das darf man ja nicht. Sascha, Wahnsinn.
Das und man darf auch nicht mit Bier löschen oder sowas. Das darf man dann auch nicht. Richtig, genau, genau. Ja, das machen wir. Das klingt saugeil. Gut. Saugeil. Super, und es ist Wissen heute wieder. Sascha, du hast mein Gehirn gefüllt mit neuem Wissen. Ich danke dir dafür. Ja, was war das? Längste Ehe? Wie lange, weißt du noch? 86, fast 87 Jahre. Genau. Barbie und Ken sind? Die Kinder von den Gründern von Mattel. Und der Coldplay-Sänger war? Das war der den Preis für Sexiest Vegetarier bekommen hat, sich danach von seiner vegetarischen Freundin Gwyneth Paltrow getrennt hat und danach erst sich mal Fleisch reingezogen hat. Richtig. Rock'n'Roll. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio.